es gibt da Überraschungsbotschafter, weil wir haben Mitglieder, die so engagiert sind vom ersten Tag, und da sticht unsere Marianne jedes Jahr raus. Sie hat zwei Vereine mit uns gegründet, sie lebt für den Tanzsport, 140 Kinder unter sich. Ich weiß, wenn da Kinder sind, wo es Geld fehlt, sie kleidet die ein, die fährt ja auf die Turniere, wenn sie die entsprechende Begabung haben. Und sie lebt für diesen Ball, und da wollen wir heute Abend. Dankeschön, Marianne, dass es dich gibt, und wir hoffen, dass wir noch viele gemeinsame Bälle organisieren. Jetzt bin ich ja wirklich vom Socken. Ich sollte eben irgendwo helfen, deswegen bin ich aufgestanden. Ja, ganz herzlichen Dank für die lieben Worte. Ich finde es wirklich toll, dass wir diese Möglichkeit haben, nachdem wir ja früher immer unsere schönen Orchideenbälle in der Stadthalle gehabt haben und das leider nicht mehr möglich ist, war ich so glücklich, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, unsere Ballkultur etwas aufleben zu lassen. Ich bedanke mich, und das ist unsere tanzende Ellipse. Ich hoffe, sie findet einen Ehrenplatz bei dir zu Hause. So, jetzt haben wir den nächsten. Wir haben dieses Jahr viele Überraschungsbotschafter, weil manche muss man überraschen, weil die haben schon mal abgesagt. Aber die tun so viel, und ich darf nach vorne bitte den Markus Leitschuh bitten. Er ist Pressesprecher. Alles, was im Internet erscheint, erscheint von ihm. Alles, was an Pressetexten erscheint, erscheint von ihm. Alles, was an Videos erscheint, erscheint von ihm. Wir haben Video, YouTube-Kanal, Facebook, Instagram, noch WhatsApp-Gruppen und ach, was weiß ich. Loggen Sie ein zu uns einfach schlossball.de. Das, was da drin ist, macht der Markus, und das mit einer Hingabe, dass wir sagen, Dankeschön, dass es dich gibt. Zu Ihrer großen, also meine Überraschung war es auf jeden Fall, zu Ihrer großen Überraschung, ein guter Pressesprecher spricht gar nicht viel, deswegen wünsche ich einen schönen Ball. So, und jetzt kommt der letzte junge Mann, Matthias Siebert, neues Mitglied, Quereinsteiger, Tanzlehrer, Eventmanager, hätte ich bald gesagt, nein, DJ, Highfly, er hat zwei Termine für uns gemacht, ein Frühjahrsempfang und im Winter einen, dafür sagen wir Dankeschön. Er nimmt natürlich dafür auch nichts, weil sonst würde er jetzt nicht Ballschuhbotschafter werden, sondern er lebt für diesen Ball, er lebt fürs Tanzen. Der hat wirklich eine Gruppe von 20 jungen Menschen innerhalb von zweimal zwei Stunden zum Tanzen gebracht, die sind heute auf dem Ball. In einem Tempo, aber so sicher, dass ich sage, und die waren mit Freude da, und die sind jetzt auch alle hier. Danke, dass es dich gibt und dein Engagement. Ich hoffe, das ist erst der Anfang von dir. Wow, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Sehr berührend. Vielen, vielen Dank für diese Ehrung. Dankeschön. Ja, Tanzen, die schönste Sprache überhaupt, die Sprache des Friedens. Und hier und heute haben wir wirklich einen Raum geschaffen, um den Abend zusammen zu genießen. Ich sage Dankeschön. Tanzen ist Träumen mit den Füßen. Träumen Sie weiter. Ich gebe jetzt an Cindy ab. Wunderbar, Dankeschön. Und auch nochmal ein ganz offizielles Dankeschön an alle neu ernannten Ballbotschafter. Menschen wie euch machen solche Abende überhaupt erst möglich. Danke, dass wir Ballbotschafter haben. Einen ganz großen Abschlussapplaus für alle ernannten Personen.